Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dieter 6. Für mich geht es gleich in das Zusammenfarmen von Ehefrauen. Aber zuallererst, wie ihr wünscht, wurde uns von ganz oben von unserem werten Onkel Samuel höchst selbst erwähnt. Verstanden. Wie wir können, wenn wir nah genug an Markus gehen, mit den Felsen, mit Markus nah genug rangehen, die Felsen wegsprengen. Auf euren Befehl. Wenn wir die Barriere zerstören könnten, würden wir eine strategisch wichtige Abkürzung schaffen. Ich sollte mal mit dem Dorf darüber reden. Schon unterwegs. Ja, bitte. Lass uns diese komischen Felsen loswerden. Das wird hier ganz viel abkürzen, denn mein Gedankengang ist... Huch. Ah ja, genau. Mein Gedankengang ist dabei... Ja, wir sind zwar ein bisschen angreifbarer durch, aber die Leute hier müssen nicht sogar zum Marktplatz rennen. Das bedeutet, sie können mehr Party mitmachen. Guten Tag, ich bin hier mit euch, um euch nach etwas Sprengpulver zu fragen. Hä? Sprengpulver? Ihr wisst doch bestimmt, was ihr da macht. Aber natürlich, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Ich möchte nur ein wenig die Landschaft verschönern. Und nebenbei wichtige Handelsrouten und strategische Truppenwege schaffen. Ohne eure Hilfe wäre all dies unmöglich. Also halte ich gnädigst meine Hand auf. Ei, sofort. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Ich kann mir schon denken, wovon ihr redet. Die Felsen den Durchgang östlich von ihr blockieren. Als wir das Dorf gegründeten, haben wir den Weg zur Außenwelt absichtlich abgesperrt. Aber wir können euch von euch nicht verlangen, so isoliert zu leben. Gut, danke für das Pulver. Ich werde es weise einsetzen. Schon unterwegs. Ihr habt euch wohl. Direkt das ganze Dorf niederbrennen. Sofort. So, nun auf zur Barriere. Verstanden. Ich meinte, wir hatten waren ursprünglich mal nah rangegangen, aber wahrscheinlich konnten wir es damals noch nicht, oder... Auf euren Befehl. Oder wir waren einfach nicht ganz genau in der richtigen Position. Schon unterwegs. So, mach weg. Hörsturz! Gut, wir müssen das Teil gleich einmauern. Ich traue diesem Pfad trotz aller Sachen nicht. Wie ihr wünscht. Aber frisch! Direkt die Steinstraße auspacken. Machen wir boreale Mauern hierfür. Direkt dicht machen den Laden. Gesetz im Fall, es wird uns zugelassen, es dicht zu machen. Aber sagen wir mal so, ich habe keinen Grund, irgendeinem Durchgang jemals zu vertrauen. Da. Gut, und jetzt, wo das gemacht wird und dadurch die Wege drastisch verkürzt werden müssten. Sofort. Wir sollten vielleicht noch weiter ausschalten nach weiteren Felsen, die man sich vielleicht freisprengen kann. Jetzt geht es erstmal, unseren alten Fluch Party zu machen, bis wir Erzherzog werden können. Wir speichern diesen Punkt nochmal. Weil, natürlich speichern wir. Ich habe Angst vor Nachrichtenstau. Und nennen es ganz liebevoll Eheleben. Weil das genau die Sache ist, die wir gerade versuchen, für unsere Bevölkerung zu erzwingen. Des Weiteren wird es einfacher sein, die Steine hier die ganze Zeit zu klauen, weil die Leute nicht den ganzen Weg oben rumrennen müssen. Vielleicht sollten die Leute hier auch alle einstampfen und nach hierhin verschieben, damit sie noch weniger rennen müssen. Alles, damit sie zum verdammten Marktplatz gehen. In jedem Fall. Ich mache jetzt Party. Wir sehen uns gleich wieder. Ich lege eine Pause ein, weil es ansonsten nicht viel passiert. Denke ich. Bis gleich. Okay, liebe Gemeinde. Nach aktuellem Stand sind wir aktuell bei 55 Ehefrauen. Gleich kommt ein Sturm und ich... Ja, bisher hat der Sturm jedes Mal mindestens 1 bis 2 Ehefrauen mitgerissen. Und deswegen muss ich sagen, ich fürchte, ich muss eine andere Taktik anwenden, die ich nicht gehofft hatte, dass sie passieren würde. Alle Gebäude werden auf Stufe 2 runtergegradet. Das ist aber Verschwendung, aber egal. Außer die hier. Außer den militärischen Gebäude setzen wir alle auf Stufe 2 runter. Das würden jetzt einen Haufen Ehefrauen kosten, glaube ich. Aber der Gedanke dahinter wird darin bestehen, dass wir stattdessen mehr Stadtgebäude auf Stufe 2 bauen können.
der stürmt uns ein Gebäude ab, wie nett. Das heißt, wir erlösen gewissermaßen das Siedlerlimit ein bisschen. Auf Stufe 2 haben sie das Maximum an Ehefrauen, das sie haben können. Und der wurde wieder zusammengeschossen. So, jetzt sind wir wieder bei 44. Das bedeutet, ich werde gleich wieder ganz viel Party machen müssen, aber das bedeutet auch, wir dürfen erstmal einen riesigen Haufen von neuen Gebäuden bauen, die dann hoffentlich hier mit Party treiben dürfen. Denn die anderen brauchen zu lange, um da anzukommen. Wir sehen uns gleich wieder und finden heraus, ob das irgendwie funktioniert. Liebe Gemeinde, mir ist gerade was aufgefallen. Hier schlagen nie Blitze ein. Ich versuche die ganze Zeit verzweifelt irgendwie den Bauplatz hier zusammen zu kratzen, aber hier schlagen keine Blitze ein. Das bedeutet, wenn wir hier unsere Stadtgebäude aufstellen, geht uns das verdammte Gewitter nicht permanent auf die Nerven. Dementsprechend ist das jetzt die nächste Taktik, die wir versuchen anzuwenden. Auch wenn die Leute Ewigkeiten latschen müssen, um an dieser verdammten Party teilzunehmen, sie gehen zumindest nicht bei jedem verdammten Sturm immer wieder verloren. Wir sehen uns also abermals gleich wieder, wenn ich das ausgetestet habe. Liebe Gemeinde, eine weitere Sache ist aufgefallen. Ein kleines Wasser zum Status. Wir machen dieses Wasser hier dicht. Denn jeden Winter ersaufen uns irgendwie 1 bis 2 Ehefrauen an diesem verdammten Wasser. Weil die nicht die Brücke überqueren, sondern stattdessen den ganzen Weg übers verdammte Eis rennen müssen. Deswegen machen wir das jetzt dicht. Des Weiteren haben wir festgestellt, wie sehr unsere Wirtschaft von Stufe 3 Gebäuden abhängt, weil wir jetzt gerade eine permanente Not an allem haben. Aber das fixen wir, sobald wir die Ehefrauen zusammen haben. So. Jetzt hört verdammt nochmal auf zu ertrinken. Wir waren nämlich gerade bei 48 Ehefrauen. Und dann weiß ich nicht, wie wir schon auf 46 runtergekommen sind. In jedem Fall, wir arbeiten es gerade wieder Stück für Stück hoch. Möge Gott unserer Seele gnädig sein. Bis gleich wieder, wenn ich den nächsten Zwischenstatus gebe. In Ordnung, liebe Gemeinde, nach mehreren Stunden bin ich zum Schluss gekommen, es ist nicht möglich mit unserer Situation. Es ist einfach nicht machbar. Der Grund dahinter liegt darin, dass die Leute, die wir hier aufgestellt haben, zu weit rennen müssen, um die Party zu erreichen. Während die Leute, die hier rauskommen, die Damen, zu weit rennen müssen, um bei der Party anzukommen. Die kommen erst bei der Hälfte der Party hier an. Und das Ergebnis ist, die Leute erreichen die Party, nicht die hier erreichen die Party zu spät. Die Leute hier werden regelmäßig, ständig von den Blitzen wieder zurückgebombt, sodass all die Ehefrauen, die 2, 3, die wir... 2 ist schon viel. Wenn wir eine kriegen, bin ich schon glücklich. Aber die letzten 3 Partyversuche gab es nicht eine einzige. Und deswegen sind wir jetzt seit ungefähr 20 Minuten bei 55 stecken geblieben. Wir waren bei mehr. Wir waren tatsächlich schon bis 59 hochgekommen. Dann kam ein Sturm. Und dann direkt danach kamen keine Frauen mehr rein. Dann kam noch ein Sturm. Jetzt sind wir bei 55 runter. Es ist also nicht möglich. Der Grund dafür liegt daran, die Wege sind zu lang. Sowohl, das ist zum Teil unsere Schuld, weil wir das Lager aus der falschen Position stehen haben, aber zum Teil ist die Karte so konzipiert, dass es gewissermaßen nicht möglich ist. Es sei denn, wir würden hier alles einstampfen und die Stadtgebäude, die wir hier drüben haben, dahin ziehen. Das Ganze austauschen. Aber jetzt kommt schon der scheiß Sturm und wir sehen schon mal, wie viele Ehefrauen das wieder kostet. Da ist wieder eine weg, nehme ich an. Ja, nein, das war keine. Wie konntest du nicht verheiratet sein, du nutzloser Abschaum? Aber letzten Endes musste ich dann den Call machen, zu sagen, es ist es mir nicht wert, dass es Folgenausfälle gibt, weil ich zu stur bin. Ich würde es eigentlich gerne durchziehen wollen, Erzeit zu erreichen. Aber so wie das hier aufgestellt ist, hört auf damit, ist es nicht drin. Schlicht und ergreifend nicht machbar. Wir müssten halt hier komplett alles einstampfen. Das Problem ist auch daran, wenn hier der ganze Bauplatz, der hier blockiert wäre, verfügbar wäre, wäre es gar kein Problem. Nicht im Mindesten, weil die Leute dahin latschen könnten.
Aber so sind die Laufwege zu lang. Ja, wir müssten hier alles einreißen. Und alles nochmal nach darüber verschieben. Am besten die ganzen Gebäude, die wir hier in der Stadt stehen haben, nach dahin verschieben. Wisst ihr? Ich gebe das letzte Aufgebot. Ich werde die gesamte Stadt hier einmal komplett einstampfen. Komplett nach hierhin verschieben. Die Versorgungsgebäude, die wir hier stehen haben, mit der Ausnahme der Kräutersammlerhütte, nach hierhin rein verschieben. Und dann nochmal über mehrere Stunden Party machen. Mache ich das wirklich? Tue ich mir das an? Ja, ich bin leider zu stur dafür. Wir sehen uns gleich wieder, falls ich mich nicht doch eines Besseren besinne. Bis gleich. Liebe Gemeinde, seht die Abscheulichkeit, die ich geschaffen habe. Da, die gesamte Stadt komplett eingestampft. Hier haben wir Straßen durchgezogen, damit die Ehefrauen schneller reisen können. Wir haben alle Gebäude, die hier in der Stadt waren, nach außen verschoben. Der Kräutersammler ist ein bisschen geärgert. Aktueller Schritt ist jetzt, wir haben alle Gebäude hier hinten, die keine Ehefrauen drin hatten, und das waren 90% von all denen, die wir hingesetzt haben, weil die zu weit weg waren, die haben wir jetzt eingerissen. Und die werden wir jetzt hier Stück für Stück wieder reinsetzen und dann ein paar Partys machen, in der Hoffnung, dass wir die letzten 16 Ehefrauen zusammenkriegen. Also die 54, die wir hier haben, die sind zum Großteil tatsächlich in diesem Cluster hier draußen, wo sie nicht vom verdammten Blitz erschlagen werden. Einfach so außerhalb der Territoriengrenze. Oh. Das muss ich reparieren. Aber das ist der aktuelle Zwischenstand. Ich bin gleich wieder da, wenn wir den ganzen Kram hoffentlich zur Hand haben. Und dann müssen wir nur noch die Leute reich machen. Und dann haben wir den Erzherzog. Bis dahin. Bis sofort. Bis für euch in wenigen Minuten oder in wenigen Sekunden. Bis für mich in der einen oder anderen Stunde. So, liebe Gemeinde, da sind wir wieder zurück beim aktuellen Stand. Und die Situation ist theoretisch gut. Wir haben uns inzwischen bis auf 63 Ehefrauen hochgeprügelt, aber jetzt stehen wir vor einer neuen Problematik. Einer ganz neuen und sehr unangenehmen Problematik. Und möglicherweise wird der Vorführeffekt dafür sorgen, dass es nicht passiert. Und ich bin glücklich. Ich gehe nicht davon aus. Wir haben uns ein Karren wurde ausgesandt. Schön brav ausgebaut. Das Audio ist ein bisschen laut. Das liegt daran, dass ich die Audioeinstellung vorhin runtergedreht habe. In der Hoffnung, das Problem zu beheben. Die Antwort war auf nein. Aber es scheint, dass sich wahrscheinlich der Maschinengeist höchst selbst gedacht hat, ne. Kann jetzt nicht passieren. Ist nicht machbar. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich sehen, warum das so ist. Auch eine Peinlichkeit, uns gehen zwischen Kräuter und Honig aus. Weil hier natürlich die ganze Baufläche für die Kräuter nicht mehr so wirklich vorhanden ist. Und wir die Honigfarm da hinten eingerissen haben. Die haben wir aber inzwischen nach hier neu gesetzt. Hat uns allerdings viele Kräuterreserven gekostet. Und das hat so ein eigenes Maß an Problemen. Wir können noch ein bisschen weiter Party machen hier. Ach ja, genau. Ironischerweise, obwohl wir Leute auspressen wie Zitronen, kriegen wir gerade immer noch die reichen Häuser rein. Ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass wir jetzt einfach 7 Ehefrauen mit der Party kriegen. Aber die Wahrheit ist, ich weiß ganz genau, was in den nächsten 5 Minuten passieren wird. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Möchte euch allerdings nur demonstrieren. Wir haben es nämlich bisher geschafft und ich bin der absoluten Überzeugung, jetzt können wir es schaffen. Und da ist das Problem nämlich an. Der Sturm kommt und das Spiel stürzt ab. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel friert einfach ein, sobald der Sturm auftaucht. Dieser spezifische Sturm. Ich habe versucht, frühere Spielstände zu laden, aber sobald wir diesen Sturm erreichen, friert es ein. Ich habe versucht, keine Party zu machen, ich habe versucht, Audioeinstellungen komplett auszuschalten und alles Mögliche, aber dieser Sturm sagt einfach, ne, ist nicht. Und das ist jetzt eine sehr, sehr bittere Situation. Ich habe keine Ahnung, wie wir das beheben können. Weil dieser Sturm an diesem Punkt immer entscheidet, dass wir nicht dürfen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er vor, irgendwas mit einem Blitz zu treffen, das ist meine Vermutung, was er irgendwie nicht ganz hinkriegt und deswegen stürzt er ab. Aber er friert einfach immer ein.
Ich habe auch probiert ohne Beschleunigung. Dann dauert es natürlich länger. Aber im Endeffekt, der Zeitpunkt ist immer der gleiche. Es dauert natürlich ungefähr die dreifache Zeit, bis es dann einfriert. Das heißt, es gibt hier irgendwo einen Zeitpunkt. Irgendetwas passiert hier, das entscheidet, das Spiel einfrieren zu lassen. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was es ist. Und das ist eine bittere Situation an diesem Punkt. Ich bin bereit, es nochmal zu versuchen. Wir können das Spiel abstürzen lassen. Aber... Wisst ihr, nicht schlimm genug, dass der Sturm uns regelmäßig die ganzen Ehefrauen weggebombt hat und uns um wortwörtliche Stunden zurückgeworfen hat, regelmäßig. Jetzt stürzt er, lässt einfach das Spiel abstürzen. Okay. Was probieren wir mal, den Spielstand zu laden von bevor wir 63 Ehefrauen bekommen haben? Vielleicht behebt er das ja. Aber ich glaube nicht dran. Das habe ich nämlich schon vorhin versucht. Das habe ich nämlich schon davor probiert gehabt und da hat es auch nicht geklappt. Zwischendrin sind wir auch auf die Position geraten, wo das Spiel den Speicher aufgebraucht hatte und nicht mehr speichern konnte. Also wir haben das volle Programm hier. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Aber so aggressiv. Oh, jetzt muss ich gleich wieder ein paar Straßen einreißen, um wieder ein bisschen neuen Bauplatz oder Wachstumsplatz zu beschaffen. Bin ich unterwegs? Nein. Jetzt können wir die hier bestellen. Hier zu dem Zeitpunkt waren wir 59. Das ist so viel, wie wir jemals zuvor... Okay, die Straßen hatte ich schon eingerissen. Gut. Das ist so viel, wie wir jemals zuvor... Okay, das haben wir auch schon gemacht. Gut. Sehr gut. Wie gesagt, das ist so viel, wie wir jemals zuvor erreicht haben. Und danach sind wir bis auf 63 hochgekommen, was mehr war als jemals zuvor. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Mach Party. Ich glaube nicht, dass wir die 63 jetzt wieder erreichen werden. So, mach Platz ein bisschen leer halten. Ein Karren wurde ausgesandt. Ganze Karren wurden ausgesandt. Oh, wir haben wieder die 63 bekommen. Frühlingsfrisch. Wir brauchen noch 7. Jetzt müssen wir allerdings warten, bis wir noch mehr... Ich lege noch einen Spielstand an. Ich speichere einfach bei jeder Gelegenheit. Und vielleicht kommt jetzt ein anderer Sturm und das regelt sich dadurch. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, der Sturm entscheidet, dass wir zu diesem Zeitpunkt abstürzen müssen. Egal, wie weit wir sind. Was bedeutet möglicherweise, wenn das alles wirklich nichts klappt, muss ich den Spielstand laden, bevor wir das ganze Erzherzog-Experiment durchgeführt haben und einfach ohne Erzherzogtum da durchgehen. Denn ich gebe zu, es hat meine Geduld bislang schon herausgefordert, weil es einfach stellenweise richtig mies war. Ich beschuldige nicht die Karte dafür. Doch, die Straße hat keinen Unterschied gemacht. So, ich beschuldige nicht die Karte dafür, denn wer will schon damit rechnen, dass wir auf die Idee kommen wollen, unbedingt gezwungenermaßen noch Erzherzog werden zu müssen, weil es keinen Weg drumherum gibt. Das gesagt, zum Teil hat die Karte da ihren Teil mitzutragen. Das ist so unfassbar schwierig, hier den Erzherzog zu erreichen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Weil der Sturm regelmäßig alles wegbomben muss, was wir uns aufbauen. Wir mussten halt wortwörtlich unsere eigene Stadt komplett entvölkern und neu besiedeln, damit wir die Ehefrauen hier reinbekommen konnten. Jetzt kommt der Sturm. Finden wir heraus, was passiert. Bitte. Oh, großer Maschinengott! Erbarm dich deines treuen Dieners! Ich fasse jetzt nichts an. Ich gucke auch nicht auf unsere Stadt. Ich gucke hier ins Nichts. Oder besser, hier ins Nichts. So. Jetzt gleich jeden Moment passiert das. Der Sturm kommt, weil wir nicht speichern dürfen.
Wir sind so knapp davor, unser verdammtes Ziel zu erreichen. Danach müssen wir nur die Steuern für eine kurze Zeit ausschalten. Und dann haben wir das. Wo bleibt er? Komm schon, Sturm. Ich weiß, dass du kommen willst. Kommt eigentlich immer im gleichen Monat? Juni? Jetzt kommt der Sturm. Bitte stürz dich ab, bitte stürz dich ab, bitte stürz dich ab. Sei gut. Sei brav, sei lieb. Noch ist nicht abgestürzt, aber wir sind auch noch nicht beschleunigt. Das Spiel ist abgestürzt. Ich kann nichts tun. Taskmanager sagt mir keine Rückmeldung. Ja. Okay. Das ist also unsere Situation gerade. Der Sturm lässt jedes Mal das Spiel abstürzen, egal was wir tun. Es gibt eine Sache, die ich noch nicht versucht habe. Taskmanager, komm doch mal her. Weil ich das Spiel nicht beenden kann auf irgendeine Art und Weise. Was ich noch nicht versucht habe, war, und das ist jetzt, pass auf, das ist jetzt ein 420 IQ-Move, aus dem Spiel rauszutabben. Wenn das passiert. Vielleicht kann das Spiel nicht abstürzen, wenn das Spiel minimiert ist. Glaube ich dran? Nicht im Mindesten, aber ich bin verzweifelt genug, es zu versuchen. Ah. Gott, ist das Krebs. Wie gesagt, ich glaube, der Blitz versucht irgendwas zu treffen, was nicht mehr da ist oder so. Weil wir die ganze Stadt einmal abgerissen haben. Oder an diesem Spiel hat, an diesem Teil ist das Spiel einfach gehardcoded abzustürzen. Was natürlich nicht sehr nett wäre. Komm schon, gib das her. Wir müssen gleich alles nochmal machen. Ah, das ist allmählich aufreibend, das Mindeste zu sagen. Und ja, wir könnten die Karte wahrscheinlich ohne Erzherzog zum zu Ende bringen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Was ist der Umstand dahinter? Welches Gebäude könnte schuld sein? Wo versucht der Blitz einzuschlagen? Kriegt es aber nicht hin. Diesmal kommen wir nicht auf 75, wir kommen nur auf 64. Okay. Und rausklicken. Schauen wir mal, was passiert. Vor euch könnte gleich ein schwarzer Bildschirm auftauchen oder so. Aber das Spiel müsste ohne weiteres weiterlaufen. Kann der Taskmanager mir vielleicht mehr erzählen? Noch ist nicht abgestürzt. Ich schaue jetzt gerade im Taskmanager, okay, CPU steigt gerade drastisch an und jetzt ist keine Rückmeldung. Okay, der Sturm fängt auf einmal plötzlich an CPU zu fressen und dann stürzt das Spiel ab. So oder so, unabhängig von allem. Und ich glaube, der kann sich davon nicht befreien. Der wird sich nicht wieder einkriegen, nehme ich an. Aber ich weiß nicht warum.
Ach, Mann. Also, ihr habt auf jeden Fall gesehen, wir könnten den Erzherzog erreichen. Wir sind wahrscheinlich der Erzherzog der Herzen. Aber wenn ich in der nächsten Folge dann mich doch dazu entscheiden sollte, ohne den Erzherzog weiterzuspielen, dann liegt das genau hieran. Weil sich wortwörtlich die Technik gegen uns verschworen hat. Schon wieder. Und das ist einfach nur gewissermaßen deprimierend. Kann ich dann Spiel reintappen noch? Nein. Na gut, dann haben wir das. Ach, bedauerlich. Nun denn, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn ich habe jetzt wortwörtlich 3 Stunden, 4 Stunden hier dran gesessen. Und es hat einfach nicht geklappt. Weil ich die ganze Zeit dran gerätselt habe, wie wir diesen ganzen Kram aufgestellt bekommen. Vielleicht wird ein Rechner neue Status beheben. Ich habe keine Ahnung, wir werden es morgen herausfinden. Wenn ich die nächste Aufnahme mache. In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Cheerio.